Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Heute gibt es einiges zum Thema Luminar für euch, denn es ist ein neuer Videokurs von mir rausgekommen. Der Videokurs Luminar 1x1, in dem ich dir alles zeige, was es zu Luminar zu wissen gibt, kombiniert mit kostenlosen RAW-Dateien, die man dazu runterladen kann, dass man auch nachmachen kann, was ich dir zeige. Und natürlich habe ich wieder praktische Lektionen, in denen ich dir zeige, wie ich meine Bilder in dem Moment mit Luminar bearbeite. Auf jeden Fall auschecken, noch gilt die 40% Rabattaktion, die gilt noch diesen Monat. Hier unten findest du einen Link, wo du den Luminar-Kurs findest, ganz frisch rausgekommen. Und jetzt geht es so ein bisschen noch um Luminar, denn es gibt ein paar neue Funktionen in den aktuellen Luminar-Versionen. Ich habe den Kurs zwar mit der aktuellsten erstellt, aber ich habe noch nicht festgestellt, dass in früheren Versionen manche Funktionen noch gar nicht gab. Ich bin ja primär Lightroom-User und verwende Luminar eigentlich nicht für jedes Shooting. Ich versuche es in einigen Projekten noch zu integrieren. Das ist momentan so ein bisschen ein Hin und Her. Und weil mir so ein paar Filter und so ein paar Regler in Luminar so ein bisschen besser gefallen als in Lightroom, aber in Lightroom ist immer noch die Mediathek. Wer mal hunderttausende Bilder hat, der wird, glaube ich, verstehen, worauf ich hinaus möchte. Auf jeden Fall gibt es Luminar Flex. Luminar Flex ist eine Möglichkeit, aus Lightroom raus Bilder zu bearbeiten, wie wenn man sie in Photoshop bearbeiten würde. Ich zeige euch das gerade mal. Wir nehmen einfach mal dieses Bild. Wenn ich bei diesem Bild hergehe und sage, ich möchte es jetzt bearbeiten in Luminar Flex, dann Kopie mit Lightroom-Anpassungen, jawohl. Dann dauert es einen kurzen Moment, Luminar geht auf, also diese Luminar Flex Variante, und ich kann hier die ganzen Filter verwenden, die ganzen Looks verwenden, die ich von Luminar gewohnt bin, obwohl ich mit Lightroom arbeite. Das Ganze geht auch mit Photoshop, das heißt, ich kann es auch aus Photoshop heraus in Luminar öffnen, ich kann das aus allen möglichen Programmen, ich glaube, es geht auch irgendwie die Mac Photos App und es geht Aperture von Apple oder sowas in die Richtung, also es sind einige Programme hier mit drin, von denen raus man einfach ein Bild in Luminar packen kann. Und ich kann hier jetzt meine Veränderungen machen. Ich nehme einfach mal hier, ich weiß nicht, goldene Stunde, ziehe den mal so ein bisschen rein, um so einen Orange-Look hinzubekommen. Und jetzt gehe ich hier rechts oben. Da findet ihr einen neuen, findet ihr den Button Anwenden. Wenn ich da drauf gehe, dann wird das Ganze verarbeitet und ich finde das Ganze jetzt in Lightroom wieder. In Lightroom sind die Verarbeitungen jetzt da, das ist auf die TIFF-Datei angewandt und so kriege ich Bearbeitungen von Lightroom zu Luminar und von Luminar wieder zurück in Lightroom und beziehungsweise auch mit Photoshop, also funktioniert richtig nice. Wer sich das Programm mal anschauen möchte und jetzt nicht gleich zu komplett Luminar wechseln will und alles in Luminar reinpacken will, sondern einfach mal in Luminar, ich weiß nicht genau, so ein, zwei Bilder ausprobieren will, es gibt eine 14-Tage-Testversion. Hier unten findet ihr nochmal einen Link mit Gutscheincode, der euch nochmal 10 Euro Rabatt bringt, glaube ich, 10 Euro. Okay, genug Werbung gemacht, jetzt geht es erstmal um ein paar Updates, die es seit neuestem in Luminar gibt. Ich hatte es am Anfang angesprochen, wir machen das jetzt mal alles zu und ich gehe jetzt mal her und starte Luminar. Und hier hat sich einiges getan, denn die Performance, die ist unglaublich besser geworden. Ich habe es im Videokurs gemerkt, als ich den Videokurs produziert habe, dass es teilweise von der Performance her schon ein bisschen langsam ist, wo ich mir gedacht habe, so, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Ich muss wieder warten, bis mein Bild da ist, bis die volle Auflösung da ist, bis keine Ahnung, was da ist. Und das geht jetzt eigentlich viel, viel schneller. Ich habe sogar das Gefühl, dass es zum Teil schneller ist als Lightroom. Also ich meine, klar, ich nehme das Ganze auf dem gleichen Rechner. Wer sich jetzt mal das Ganze angeschaut hat, ich mache mal einen Cut side by side oder sowas. So lange hat Lightroom gebraucht, so lange hat Luminar gebraucht. Ihr merkt schon, da ist ein Unterschied. Sie sind knapp, aber ich finde, Luminar ist ein Ticken schneller. Okay. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wir haben in der Bibliothek an sich so ein paar neue Funktionen. Zum einen, ich weiß nicht genau, welche Version du benutzt. Meine letzte Version war die Version 3. Ich habe jetzt mit 3.1 und 3.1.1 und 3.1.2 noch einiges Neues mit dazu bekommen in dem Videokurs, das ich gar nicht bemerkt habe. Ich habe mir das war irgendwie für mich so normal, deswegen ich möchte die Neuerungen jetzt hier einfach mal aufgreifen. Gut, wir können hier rechts oben hergehen. Neben diesem Plus-Symbol ist nochmal so ein ganz klein hier so ein Pfeil nach unten gekommen. Moment, ich mache das mal. Bisschen größer, so, dann seht ihr das, glaube ich. Genau, so ein ganz kleiner Pfeil und mit diesem kleinen Pfeil können wir Dinge ausblenden, die wir nicht brauchen. Wir können hierher gehen und können sagen, ja, kürzlich hinzugefügt, brauche ich nicht, raus damit. Kürzlich bearbeitet, brauche ich nicht, raus damit. Und schaffen so ein kleines bisschen Platz. Ich hole das mal wieder hinzu, weil an dieser Stelle ist noch eine neue Funktion. Nämlich bei allen Fotos ist es so, dass wir die Funktion an diesem Tag haben. Die Funktion an diesem Tag zeigt uns in dem Moment, welche Bilder wurden denn genau an diesem Tag gemacht. Ich gehe mal in die Rasteransicht, dass man das auch sieht. Also man sieht, ich habe hier einige Bilder gemacht. Wir gehen mal her hier in 2018, im April, am Mittwoch. Was habe ich da für Fotos gemacht? Und die Fotos kriege ich aktuell schon angezeigt, das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Dann gehen wir her, weil gucken wir, was wir am Sonntag gemacht haben. Sonntag waren wir in Glasgow unterwegs, soweit ich weiß, oder Edinburgh, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich sehe alle Bilder, die ich an diesem einen Tag gemacht habe. Dann ist der Marc für die Videoproduktion im Hotelzimmer hier. Das ist mal wieder so typisch für mich.
alles sieht kacke aus. Hauptsache, das, was wir filmen, sieht super aus. Also, und die Vermieterin hat uns Tee hingestellt. Also, nice. Okay, anderes Thema. Ich sehe in dem Moment alles, was ich an diesem Tag fotografiert habe. Und das macht es viel einfacher. Es ist irrelevant, in welchem Ordner sich dieses Bild gerade befindet. Ich kann es überall versteckt haben. Sobald es in meinem Lumina-Katalog drin ist, kann ich einfach draufklicken und sehe das. Ansonsten gibt es, was die Bearbeitung angeht, hat man angeblich mit dem Ace and AI-Filter einiges gemacht. Also hier in der Bearbeitung dieser vollautomatische Filter hier unten. Wenn wir den nach oben ziehen, gibt der irgendwie einen anderen Look. Ich weiß nicht genau, das Problem mit den Wolken habe ich immer noch, dass mir die Wolken ein klein bisschen zu überschärft aussehen. Aber an sich macht er schon einen guten Job und sieht schon mal besser aus als in der vorherigen Version. Ich habe die vorherige Version leider nicht da, aber wer das mal ausprobieren möchte, wer vielleicht noch eine ältere Version hat oder sowas, der kann hier mal updaten und mal schauen. Da hat sich einiges getan und ich finde, bei den meisten Bildern gibt dieser Ace and AI-Filter schon mal eine gute Vorlage, um weiterzuarbeiten. Ich kann ihn ja auch maskieren, ich kann auch hergehen, kann einfach die Maske nehmen, nehme mir so, ich nehme mal einen Pinsel und male mir in dem Moment einfach die Verbesserungen an die Stellen drauf, wo ich sie gerne haben möchte. Ich möchte sie bitte nur hier an diesem Vordergrund haben. Ich habe mit voller Deckkraft, ja, habe ich, genau. So, dann machen wir das ein bisschen größer. So, die weiche Kante ein bisschen raus, zack. Und male mir die Bearbeitung mal jetzt hier vorne rein. Genau. Geht gefühlt auch deutlich flüssiger, als es beispielsweise vorher war. Ich hatte da schon so Momente, wo ich geklickt habe, habe einen Pinselstrich gezogen und dann hing die Software plötzlich. Weiß nicht genau, woran das lag. Er hat ewig geladen, aber in dem Moment finde ich das nicht schlecht. So ist der Ace and AI-Filter jetzt nur auf den unteren Bereich angewandt. Schön die Belichtung angepasst, schön ein bisschen rausgeholt, schön ein bisschen den Kontrast rausgeholt. Und bei dem Himmel können wir das jetzt ähnlich machen, weil der Ace and AI Sky Enhancer, der ist zwar, glaube ich, noch in der Version 1.0, aber wir können ihn in dem Moment verwenden, um das Ganze dann nur auf den Himmel anzuwenden. Hier so vielleicht so ganz minimal. So, ist es schon mal ein guter Weg, um das Ganze zu bearbeiten mit Masken, mit, ich weiß nicht genau, dem neuen Ace and AI-Filter. Funktioniert es ein klein bisschen besser als mit dem alten. Und ich merke schon, gerade was die Performance angeht, ist das wahnsinnig genial. Okay. Was gibt es noch zusätzlich dazu? Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob das nur für Mac-User gilt, aber ich habe einen neuen Ladebalken entdeckt. Wenn ich hier in Werkzeugen beispielsweise bin und sage hier mal, ich glaube, Klonen und Stempeln dürfte funktionieren. Da war das manchmal so, dass wenn ich hier irgendwas geklont habe, dass das so ein bisschen gebraucht hat. Wir probieren das einfach mal aus. Genau, klicke, um Quelle festzulegen. Das soll jetzt einfach nur mal so aussehen. So. Ich glaube, das geht bei mir jetzt aktuell so schnell, dass man das gar nicht mehr mitbekommt. Aber wenn es irgendwo lädt, sieht man jetzt auf dem Mac zumindest mal ein bisschen mehr, ja genau, hier Verarbeitung läuft und sowas in die Richtung. Also es hat man da deutlich mehr Ladebalken eingebaut, um eben dem Anwender zu zeigen, hey, die Maschine arbeitet gerade, wir brauchen gerade ein bisschen, bis das Bild verarbeitet ist und du kannst in dem Moment warten. Also, dass man das auch wirklich sieht, nicht einfach denkt, der hat sich aufgehängt oder sowas. Ja. Zum Teil war das die ganze Zeit so in Lumina, was mir so ein bisschen negativ aufgestoßen hat, dass es eben extreme Ladezeiten gab, dass es teilweise so war, dass man irgendwie 20, 30 Sekunden einfach nur auf dem Monitor gestartet hat und darauf gewartet hat, dass diese Software endlich fertig wurde. Aber ich glaube, 3.1.2, die Version, die hat schon einiges gebracht und ich denke mal, ich werde mich jetzt selber ein bisschen mehr damit beschäftigen. Okay, wer von euch arbeitet schon mit Lumina? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Findet ihr Lumina besser als Lightroom? Warum seid ihr gewechselt? Ich denke mal, die meisten sind gewechselt, weil sie diese Abo-Variante von Adobe nicht ganz so mögen, aber ich sag mal, mich stört es nicht sonderlich. Ich benutze gerne beide Programme. Handling gefällt mir bei Lightroom meistens ein bisschen besser. Der Grund, warum ich bisher noch nicht umgestiegen war, war eigentlich die Performance. Aber hier hat sich einiges getan und ich bin echt gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Und ich denke mal, vielleicht werde ich irgendwann wechseln. Wir werden sehen. So, eine Funktion habe ich, glaube ich, vergessen, die ich gar nicht verwende, weil ich RAW nicht parallel zu JPEG fotografiere. Wer das allerdings macht, kann jetzt hergehen und kann in der Darstellung her hier RAW plus JPEG Pairs auswählen und kann sagen, Show Separately. Also ich weiß nicht genau, warum das noch nicht übersetzt ist. Vielleicht, weil ich irgendeine Beta-Version habe. Entweder Show Separately oder Show JPEG Only, also nur die JPEGs anzeigen oder nur die RAW-Dateien anzeigen. Das macht es so ein klein bisschen einfacher, hier einen Überblick zu behalten. Das ist ein bisschen besser gemacht als bei Lightroom, weil bei Lightroom weiß ich beispielsweise, dass wenn ich die da zusammen habe und habe beim Import nicht darauf geachtet, dass ich die irgendwie die JPEGs ignoriere oder sowas in die Richtung, dann kann es passieren, dass ich beide Dateien gleichzeitig mit drin habe. Und deswegen finde ich das so ganz gar nicht mal so schlecht, dass man im Nachhinein hergehen kann und kann sagen, hier nur RAW-Dateien oder nur JPEGs anzeigen. Wenn ich jetzt hergehe, JPEG only, RAW only oder sowas, dann schaltet er entsprechend um und zeigt uns nur die entsprechende Datei an. Genau.
Passt soweit, viele Neuerungen. Wenn du jetzt Lumina selber verwendest und einfach mal komplett lernen möchtest, alle Filter lernen möchtest, jeden Knopf lernen möchtest, alles lernen willst, was diese Software zu bieten hat, immer auf der aktuellen Version, dann schau vorbei auf videokurs.eu, da ist er aktuell 40% reduziert noch diesen Monat. Ich zeig dir alles, was du wissen musst, wir gehen jeden Filter durch und werden danach praktisch Bilder bearbeiten. Okay, das war's für heute. Kurzer Eindruck zum Thema Lumina, kurzer Eindruck zu neuen Programmen. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder, weil aktuell habe ich ja die Aktion, dass jeden Tag ein neues Tutorial rauskommt. Also bleib dabei und bis morgen.